Die Hände habe ich so aufgegeben, oder ich habe noch eine Hand, wollte mich kratzen oder was, und die Hand war voll Blut und die zweite nachher nach. Und dann, das war halt, ich habe mir erst gedacht, ich habe einen Autounfall gehabt. Ich habe erst meine Füße abgegriffen, ob mir die Füße noch da sind, was fehlt irgendwas. Und dann hat mir erst der Arzt gesagt, was wirklich passiert ist, eben, dass ich im Eishockey gespielt habe und dass ich da halt irgendeinen Zusammenprall gehabt habe und dass ich mir einen Cut gehabt habe, eine schwere Gehirnerschütterung und dass ich die Nasen war gebrochen. Wir haben das Bulli verloren. Die gegnerische Mannschaft hat das Bulli gewonnen, ist zu uns ins Drittel gefahren, haben die Scheiben eingeschossen, ich bin zur Scheiben hingefahren, habe die Scheiben eben sicher gehabt, habe noch einen Pass gemacht und ab dann, ja, spalten sich eigentlich nachher die ganzen Meinungen. Und ich bin halt dann am Eis gelegen vom Tor, habe aus der Nase geblutet, bin anscheinend vom Tor mal umgekrochen, aufgestanden einmal, bin auf die Bank gegangen, in die Kabine rein. Von der Kabine eben bin ich ins Krankenhaus gekommen. Und ob im Krankenhaus eigentlich noch, dann weiß ich wieder was, ob da, wie soll ich sagen, hat sich mein Kopf wieder eingeschalten und ob da habe ich erst wieder was mitgekriegt, aber zwischen Bulli und zwischen Krankenhaus habe ich gar nichts mitgekriegt. Das fällt mir bis heute und das Witzige eben ist, hier im Krankenhaus noch gefragt, ob er mich näht, ob sie mir jetzt nahen werden, aber der hat dann eben gesagt, ja, das haben sie in der Kabine schon gemacht, weil ich wollte anscheinend wieder spielen und habe drinnen zu den Ärzten gesagt, sie sollen mich gleich nähen. Und die haben mich auch gleich genäht, haben mich gefragt, wie heiß, weil ich ein bisschen komisch reingeschaut habe oder so einen kleinen Tunnelblick gehabt habe. Und ich habe aber nicht sagen können, wie mein Name ist. Ich habe nicht gewusst, wo ich wohne. Und dann haben sie ihm gleich gesagt, nein, ins Krankenhaus und mal schauen, was los ist oder dass da was Gräbers hat. Und ja, und das haben sie mir natürlich auch erzählt. Ich habe anscheinend in der Kabine meinen Platz nicht gefunden, haben sie richtig zu meinem Platz bringen müssen. Ich habe nicht mehr gewusst, wer in der Kabine war. Habe jetzt von ein paar Jugendspielern erst gefragt, dass sie auch in der Kabine waren, aber überhaupt keine Ahnung mehr. Und ja, ist eine witzige Geschichte, was Gott sei Dank gut ausgegangen ist zur Zeit, halt, sagen wir mal so. Ich meine, viel ist eher Wahnsinn. Viel hat man da nicht zusammenhängen können bei mir. Warte, da ist nur so eine kleine Nuss drin und jetzt hat man gescheit durchgeschüttelt. Aber die ist schon wieder stabil.